Und jemand so, Frauen müssen in die Küche und putzen. Und ich nur so, Frauen müssen doch gar nichts. Frauen malen sich die Welt, wie es ihnen gefällt. Auch wenn alles am Arsch ist. Das ist nicht Pippi Langstrumpf, retten oder? Sie sich kenn das nicht. Ich kenn trotzdem nicht. Wieder selbst. Ich ja, bin ich weiß. Wenn das irgendwie was Deutsches ist, ich kenne das nicht. Wie, nicht du bist denken, Ausländer. Ist so leicht. Ey, das nie gehört. Frauen was, müssen doch gar nichts. Ich bin genau die Frau, die mir gefällt. Habt ihr mitbekommen, dass Eduard gerade gesagt hat, er ist Ausländer? Was ja. ist er denn? Kasachstan. Doch mal. Kasachstan? Ja. Nee, das ist Cap. Das nein, Bait. Nein, ich komme aus. Ich bin, Digga, soll ich dir mein Perso zeigen? Ja. Ich bin in Kasachstan geboren. XD. Das ist praktisch erweiterte Sowjetunion. Hey, wie steht es auf deinem Perso? Klar, also da steht die Stadt. Warte, halten wir mal nicht in die Kamera. Halten wir mal in die Kamera. Ja, klar. Seid ihr befreundet oder so? Nee, ja, so weit Onkel. Weg, so als wenn wir jetzt beide zusammen Alter. Reden würden, ein bisschen und die zwischendurch. Ihr seid zu weit weg. Das ist ich dachte so, ihr unterhaltet euch jetzt ein bisschen wie auch und das gleich ist zusammen. Zu weit weg. Ja, Katja Krasser, Witze. Frauen, neues Lied. Ach so, das ist wirklich am Freitag rausgekommen. Ich habe die letztens gesehen. Ich bin da im Auto gefahren, auf einmal sehe ich da so ein Auto voll bemalt mit Sugar Mami, mit diesem Drink. Ich so, hey, ist das nicht von irgendeiner Rapperin oder so? Katja. Und dann fahr ich so dran vorbei und dann Katja sitzt da drin. Und wie findest du sie? Wie finde ich sie? Wie findest du Katja? Was voll lustig ist, dass sie ihr Image ja voll krass geändert hat, ne? Ich weiß nicht, ob ihr euch so an die OG-YouTube-Zeiten erinnert. Ja, da war sie ja sehr kontrovers. Aber da sah sie auch noch ganz anders aus als jetzt. Genau. Aber da war sie ja auch so vom Image so richtig viel dreckiger, als sie jetzt ist. Sie hat ja wirklich so ein bisschen so ihr Image aufgeräumt eigentlich. Schön. Ich hab mich damit noch nicht so viel auseinandergesetzt. Also. Ja, das ist aber sehr politisch korrekt. Ja, das Lied heißt Frauen und ein Musikvideo ist auch so einer, der so aussieht wie Dieter. Ja, das ist krass. Der war auch bei Late Night Berlin, ne? Wer? Als Doppelgänger, der Dieter-Doppelgänger. Ja. Und dann haben die so getan, da sagte ja, nicht zu denken ist so leicht, die ganzen. Aber hat sie gut, das Lied kommt gut an. Ist ja auch eine coole Message. Findest du es cool? Frauen, findest du das Lied cool? Ich habe auch einen Sound, den Sound, den ich gerade gesagt habe, der ist ja noch gar nicht draußen, den habe ich ready gemacht und den drehen wir gleich richtig toll so. Ah, ja. Dann machst du so, Frauen müssen doch gar nichts. Frauen malen sich die Welt, wie es ihnen gefällt. Machst du so ein Herz. Ja, ja. Das machen wir gleich. Boah, eine Sache wollte ich muss, by the way, gleich noch was richtig Dringendes erleben. Wir haben einen Anschlusstermin gleich auch, ne? Ja. Also könnt ihr gar nicht noch einen TikTok aufnehmen. Nee, leider nicht. Die Zeit reicht dann wirklich nicht. Meint ihr aber, also wird Dieter Bohlen dann so einen Diss-Track zurückmachen oder wird das nicht passieren? Boah, das wäre so lustig. Das wäre wild. Wenn Dieter und Katja sich irgendwie so in der Öffentlichkeit beefen. Also haben sie ja schon. Ja, ja. Ey, würde euch da schnell mal nicht ganz kurz meinen Lachs hier einmal... Wenn du deinen Lachs hier kurz rausnimmst. Ich bin gerade 7 Stunden Zug gefahren und so. Ich kam ja an irgendwie... Ja, ist veganer Lachs. Ach so. Wollt ihr mal probieren? Nee. Wer snackt so wie Lachs einfach zwischendurch? Ich habe halt Käse, Hunger, Käse macht Sinn, auch. Oder? Ich habe auch immer Lachs gegessen, aber nicht vegan. Ohne Brot. Ich zeig euch das jetzt, richtig lecker. Mach ruhig was dabei. Theo ist vegan. Ich bin vegan, seit 6 Jahren und ich finde das richtig toll. Und Lachs hat aber mein Leben früher besser gemacht. Wie also sehr Lachs magst essen? Du eigentlich Parmesan? 10 von 10. Ich mag, also sozusagen, ich bin nicht vegan, also ich mag eigentlich Fleisch und Käse und Fischen so richtig gerne. Ja. Aber ich esse das nicht, weil ich Tiere lieb habe. Aber das ist doch jetzt kein veganer Lachs. Das ist jetzt veganer Lachs. Oh. Das schmeckt auch richtig lecker. Guck mal, Django, du darfst direkt mal probieren. Boah, ich weiß nicht. Doch, das ist lecker. Boah, ja, nee, die Produkte, also klebrig, veganes ey. Essen ist manchmal wirklich. Ein ganzes, oft ein ganzes. Ja, komm, jetzt schleck das einfach rein, ey. Sonst gibst du mir. Schmeckt? Lecky, ne? Und Django, bist du schon vegan? Er isst gerade. Ja, kann ich. Snackt sich Theo das nächste? Mm. Komm. So lecker. Oder? Schmeckt doch wie Lachs ein bisschen, oder? Sehr fischig, ne? Soll ich das einfach so rüber? Ja, gib mal haben wir jetzt das Genre gewechselt? Sind wir jetzt ASMR-Podcast geworden? Das Genre? Ja, das heißt doch so. Boah, ist schon fischig, ne? Das ist krass, ne? Boah, das riecht echt nach Lachs. Das ist krass. Das ist krass. Und ich mag Lachs nicht. Ey, unbezahlte Werbung, ne? An Rewe Eigenprodukt. Todeslecker. Mhm. Vegane Produkte werden immer besser und das macht vegan sein viel einfacher. Ja, also guck mal, es ist so, ich hasse Lachs, es ist so eklig und es schmeckt genauso, also habt ihr das super gemacht. Mm. Schmeiß her, schmeckt Bro. Original, so, nee. Schmeiß keinen Lachs. Ich finde, das schmeckt schon noch einen Unterschied. Oh. Mm. Ich mag Lachs normal mehr, sorry. Eduard schleppe ich auch mal in viele vegane Restaurants. Mm. Ja. Wir waren in Portugal zusammen. Und dann normalerweise gehe ich echt in coole vegane Läden und ich habe auch das Gefühl, ich überzeuge Eduard damit immer. Ja. Aber dann habe ich leider einen krassen Fehltritt gemacht mit einem Restaurant. Wir waren in so einem veganen Restaurant, was so vegan war. Also es gibt ja vegane Restaurants, da gibt es so Lachs und so Burger und so. Und da gab es so Salat, Tofu, Salat. Also wisst ihr, was ich meine? So vegan. So vegan. Und dann haben wir alle so ein bisschen Salat bestellt und so. Und dann hat der erste von uns so eine
kleine Raupe entdeckt im Salat. Ja. Jeder hatte in seinem Salat eine Raupe. Ja, also mehrere Raupen. War die aber extra? Nee, war das ja nicht vegan. Nee, nein. Also ich hatte in meinem Salat plus 3 Raupen. Also plus 3 Raupen zu viel. Und ratet mal, wer das wirklich alles trotzdem gegessen hat. Der Junge da. Du hast die Raupen mitgegessen. Er hat alles aufgegessen. Er hat sie angeblich rausgemacht. Da waren 100% noch Raupen drin. Ja, er hat 100% Raupen mitgegessen. Die armen Kellnerin. Gibt es nicht giftige Raupen? Ja, das war ganz schlimm. Das war halt das Problem, weil die Kellnerin war wirklich so, sie hat das alles alleine geschmissen. Die war so eine Süße, hat sich richtig gut um uns gekümmert. Und wir haben uns richtig schlecht gefühlt, irgendwie den Salat wirklich so wegzulegen. Wir haben dann so gesagt, oh ja, ich habe irgendwie die Portionen überschätzt und es war irgendwie doch zu viel für mich. Und dann hat Tobi halt alles aufgegessen. Ja, also das Gegenteil von zu ihrer Verteidigung. Was? Das Gegenteil von zu ihrer Verteidigung. Du suchst kein Wort oder was? Das, zu ihren Gunsten? Nee, dagegen. Gegen ihre Gunsten hat das Essen generell katastrophal schlecht geschmeckt. Also war echt nicht gut. Es war echt nicht lecker, leider alles. Ja. Genau. Deswegen, damit hast du mich nicht so gut überzeugt. Und jetzt brauche ich 10 geile vegane Läden, um Eduard wieder davon zu überzeugen. Ah, ich esse so oder so einfach mit. Mir ist das egal. Aber was habt ihr überhaupt in Portugal gemacht? Wir haben einen Surftrip gemacht. Stimmt. Eduard war auch einmal im Wasser. Kannst du jetzt oder bist du einfach nur auf die Fresse geflogen? Ich kann surfen. Theo kann schon surfen. Naja, sagt er auch immer. Und ich dann immer, wenn ich drüber geguckt habe, hat er sich nur ins Wasser gelegt. Ja, aus Spaß. Wow. Ich kann euch sogar ein Foto schicken, wo er wirklich so fliegt praktisch ins Wasser. Er ist wirklich so richtig ein paar Meter über der Wasseroberfläche. Weißt du, Theo sieht einfach mehr aus, als würde er surfen können. Ich glaube, Surfer ist richtiger Surfboy. Ja, aber er macht es mehr fürs Image. Ist ein bisschen Image-Ding, würde ich auch sagen. So sieht's aus. Ja, mit Eduard Urlaub machen macht Spaß. Man sieht ihn kaum. Er schläft nur, ne? Eduard schläft die ganze Zeit. Ich sag das auch wirklich immer auch in meinen Videos so aus Spaß, aber ich meine das ernst, schlafen ist wirklich so, also nappen vor allem, so ein kleines Hobby. Krass. Ja, es ist auch einfach so, wenn du im Urlaub bist, du möchtest ja eigentlich viele Sachen unternehmen und so, aber du willst ja auch wirklich entspannen und dann schläfst du halt einfach so 2 Stunden am Tag. Safe. Aber du verpasst eigentlich alles, was du eigentlich machen könntest. Nee, mir geht's ja gut. Ich träume so viel coolen Shit dann. Ich hab das Gefühl, ihr beiden da drüben seid so die Schlafbären aus der Gruppe. Ja. Und wir beide sind so dauerwach, ne? Ja. Ich finde Schlafen ein bisschen unnötig. Ich weiß, es ist toll, aber... Ich wünsche, ich müsste nicht schlafen. Ja, echt? Das wäre so eine geile Superkraft. Nee, das können wir ein bisschen spielen. Ah ja, das spielen wir jetzt. Das eine so. Eduard, Würdet ihr lieber... Warte, sag nochmal ohne unterbrechen. Sorry, Entschuldigung. Sag nochmal. Ja, würdet ihr lieber niemals schlafen müssen oder niemals essen müssen? Ja, also niemals schlafen auf jeden Fall. Niemals schlafen. Niemals essen. Ja. Nein, Essen ist geil. Schlafen vergisst du ja meistens. Ja, ich finde, Essen ist auch ein krasser Punkt, weil Essen nervt auch so voll unnötig. So die ganze Zeit so hin und dann was machen. Ja. Das muss ja auch gut sein. Überleg mal, wie viel Geld du auch daran verlierst. Aber du kannst wenigstens, du bist wenigstens, also du spürst es wenigstens, wenn du was isst. Beim Schlafen spürst du ja nicht mal was. Nee, ich fühle mich richtig gut beim Schlafen. Wie Koma für 12 Stunden, das ist ja scheiße. Ich finde das ein geiler Koma. Ich finde das erstaunlich, ne? Wir Menschen sind so weit gekommen irgendwie, ne? Wir haben eine Zivilisation gebaut, einen Wolkenkratzer und so und schaffen das nicht irgendwie. Als Spezies müssen wir trotzdem weiterhin 8 Stunden Knockout gehen am Tag. Das ist doch Quatsch irgendwie, dass wir da nicht ein bisschen... Stimmt. Nein, aber das ist ja ein Benefit. Wieso haben wir keine Powerbanks findest dabei du nicht manchmal, wenn keine Drogen? Bist du nicht manchmal, wenn du so voll gestresst bist und alles wird dir zu viel und dann legst du dich einfach schlafen und träumst richtig coolen Shit, dass es dir dann einfach besser geht? Kann man dann schlafen, wenn man so gestresst ist und alles? Dann ist das ja schwierig zu schlafen. Dann was? Was? Nee, hä? Was du mal, was hast du gerade gesagt? Du sagst ja, wenn du so richtig gestresst bist und alles zu viel wird, dann gehst du einfach schlafen. Aber kann man dann überhaupt schlafen? Ja, klar. Dann sogar am besten. Ja, das ist ganz anders bei mir. Ja, ist ja jeder Mensch anders. Aber ich weiß, ich finde beide Punkte krass. Aber wusstest du auch, dass 50% der Menschen nicht in... Ach so. Das hat ein bisschen gedauert, ne? Ja, lass einfach nochmal machen. Und dann machen wir nochmal einen Clip daraus. Den gleichen Clip. Ja. Wusstet ihr, Leute, dass 50% der Menschen nicht in Bildern denken können? Nein. Andersrum ist das doch. Ich habe einfach irgendwas gesagt. Ach so. Ist doch 50%. Nein, aber ist es so. Ist ja egal, welche 50%. Ach so. Wusstest du? Aber dann bin ich ja einer von denen, der nicht in Bildern denken kann. Wie? Kannst wie du dir nicht, wenn du denkst, wirklich so, zum Beispiel, wenn du an Erinnerungen denkst, dass so dir die Bilder dann in den Kopf kommen. Aber was soll da sonst stehen? Wörter oder was? Ja, das ist ja bei den, so ein Wort. Ja, das ist ja bei den anderen 50% so. Da steht doch dann nicht Großmutter Tee trinken oder manche, so. Nein, manche haben nur so Konzepte. Zum Beispiel Vorlage. Capcut-Animation, dieses letzte, was gratis ist. Steht das so? Das ist nicht so. Nein, pass auf, manche können wirklich, wenn ich mir jetzt vorstelle, wie wir beide wieder im Wasser sind und in Portugal da mit den Surfbrettern, dann kann ich mir bildlich vorstellen,
wie zum Beispiel ein Hai gerade auf uns zuschwimmt und wir theoretisch so mit unseren Surfbrettern auf ihn draufpieksen würden. Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Ja, manche können das halt eben nicht. Die sehen dann zum Beispiel einfach die Wörter, die sie im Kopf denken, als die sehen die vielleicht, aber die können keine Bilder. Aber ich sehe es auch nicht, das Bild irgendwie. Echt nicht? Ja, aber ich kann es mir anhören. Was? Also du hast so ein vages Konzept praktisch von diesem Hai, der auf uns zuschwimmt. Aber ich sehe jetzt keinen Hai irgendwie von meinem inneren Auge oder so. Also nicht, dass du ihn praktisch jetzt so in deinem Bild siehst, meine ich. Keiner war. Digga, was? Ja, Digga. Nein, ich hab, hä? Also viele haben aber auch andere Definitionen davon. Das ist auch kompliziert. Nee, das muss ich wirklich sagen, da ist kein Bild, null, gar nichts ist da. Also du kannst nicht den Hai jetzt sehen, wir auf... ihn so erstmal auf dich zuschwimmen lassen und dann auf mich und sowas, das funktioniert bei dir nicht. Ist ja eine traurige Realisation gerade. Okay, Theo. Und seine Videos spielen so viel damit ab, Gefühle bildlich darzustellen. Nein, ich glaube, ich nicht kann. Ah, ja. Ich versuche das zu lernen mit meinen Videos. Krass. Ist ja bitter. Krass. Fuck, ey. Das ist wirklich krass. Hätte ich nicht gedacht. Theo ist in der NPC, haben wir jetzt rausgefunden. Ist das... Ich würde so gerne von dieser tollen Erfahrung erzählen, die wir da gemacht haben, aber es ist ein bisschen edgy. Kannst du dich mehr daran erinnern oder cool. Kannst du dir nicht mehr vorstellen? Hast du gesehen, was für eine Story ich heute gemacht habe mit der Schildkröte? Ja, ich habe dir auch geliked. Oh. Ich will auch so ein Tattoo. Was? Willst du es auch machen? Dein erstes Tattoo, einfach so die Schildkröte? Schon funny. Wieso möchtest du ein Tattoo in einer Schildkröte, aber einen Tisch als Panzer haben? Mhm. Wieso? Ich weiß nicht. Wir hatten eine spirituelle Erfahrung. In Portugal hatten wir, halt am Ende waren wir nur noch wir sechs Jungs. Mhm. Wutke, Ems, Theo, ich, Tobi und Alpay. Und dann an einem Abend waren wir einfach richtig gut drauf. Wir haben super gut drauf. Ja, die Stimmung war einfach perfekt und dann haben wir alle die ganze Zeit im Pool so Jokes gecrackt. Und dann irgendwann random ist Theo mit so einem kleinen Tisch auf seinem Rücken geschwommen und ich dachte. Nein, so, naja, aber also, ja. Ja, lass ihn einfach so stehen. Okay. Und dann habe ich so gesagt: so, jeder hat einen Joke gemacht und alle sind direkt drauf raufgesprungen. Ich habe so gesagt: oh nein, eine Schildkröte ist hier ins Wasser gefallen. Und alle so, oh nein, die arme Schildkröte. Und Theo hat so versucht, auch rauszukrabbeln. Und dann habe ich die Schildkröte auch beleidigt und so. Und irgendwie wurde das so ein Meme dann bei uns, dass er jetzt überlegt, ein Tattoo rauszumachen. Ja, wir waren echt stoned. Ja. Nicht, nee, Edu nicht, ich auch nicht. Aber die Anna auf jeden Fall. Drum warst du dann der mit dem Tisch am Rücken. Die Sache ist die, ich wollte aus dem Wasser rausklettern, aber es war sehr schwer für mich irgendwie. Und dann habe ich mich versucht, an diesem Tisch festzuhalten, dann ist der mit mir ins Wasser gefallen. Und irgendwie ist er auf meinen Rücken so rauf, der Tisch. Ja, und dann ist er so geschwommen. Ja. Und halt als Schildkröte. Dann machst du eins mit dem Tisch auf einmal. Dann war ich eine Schildkröte für den Rest des Abends. Er war eine Schildkröte dann. Ja. Er kann sich zwar gerade bildlich nicht vorstellen, aber es war so. Kannst du dir denn vorstellen, wenn du ein Tier sein würdest, welches das wäre? Hatten wir doch. Hatten wir das also nicht bei dir? Ernst? Nee, bei ihm noch nicht. Ich glaube, das kam erst später. Gemüse hatten wir. Ach ja. Ja. Was meinst du gerade? Also wenn du ein Tier wärst du jetzt eine Schildkröte, aber mit Tisch als Rücken. Oder? Schildkröte ist voll das Opfertier irgendwie, ja, oder? Ist nicht cool. Das ist voll das uncoole Tier. Dann sag doch, was du sein wirst. Das ist halt aber irgendwie vom Vibe richtig cool. Ja, vom Vibe ist eine Schildkröte cool. Das ist so schlimm mit den Schildkrötenbabys, die dann so da, kennt ihr das, wenn die so geboren werden? Und dann kämpfen direkt. Ja. Wusstest du, dass Schildkröten immer stoned? Spawn Death einfach. Wusstest du, dass Schildkröten immer stoned sind? Warum? Weil das ist auch, wurde auch bei Findet Nemo so gezeigt. Wisst ihr noch die bei Strom, die sind ja einmal so gechillt und so, it's all cool, dude. Die sind ja selber high, die werden auch high dargestellt. Ja. Warum? Die sagen auch, weil die essen Quallen und Quallen versetzen die in den Rausch. Krass. Ja. Nein. Ja. Ich habe das von irgendeiner anderen, ich weiß nicht, Amphibie. Irgendeine andere Tierspezies auch. Delfine, genau. Das habe ich bei Delfinen letztens gehört, dass die wirklich so an Quallen die ganze Zeit gehen. Und sich berühren lassen von denen, also von deren Tentakeln. Und wenn die Hall. Die holen sich einen Kick raus, ey. Geil, ja, bestimmt. Doch, irgendeine Spezies gibt es auch, die man so an diesen Fröschen leckt. An Fröschen leckt? Da gibt ja so eine Giftfrösche, die dich auch so halluzinieren Safe. Lassen. Safe. Ich glaube, dir fällt das auch ein, weil wir sowas mal gehört haben, ne? Mhm. Aber das mit Koalas wisst ihr auch nicht, dass Koalas die ganze Zeit high sind, ihr Leben lang. Warum? Wegen dem Bambus? Wegen dem Eukalyptus. Das ist ja, meinte ich auch. Toxisch. Krass. Ja. Pandas auch. Wegen Bambus. Aber Digga, was gönnen sich die Tiere eigentlich jeden Tag? Drogen? Ja, so wie Menschen. Aber nicht so Theo und ich. Nee. Also ich dachte, das ist schon sehr auffällig, wie ihr die ganze Zeit irgendwelche Anspielungen macht. Also das macht's nicht besser. Achso, nee, aber ich dachte, wir reden jetzt über Drogen. Und du bist ja sowieso halb am Einpennen die ganze Zeit. Nee, du musst mir immer noch sagen, was mit den Tieren ist. Stimmt, was wärst du für ein Tier? Ein Lachs. Boah. Ja, du musst. Veganer Lachs. Denk dran. Einfach in so einem Tetrapack. Im Einkaufsladen hängt er da. Boah, Vogel ist so langweilig, ey. Ich will. Oh.
Kann ich ganz kurz in mich gehen, noch eine Sekunde? Weißt du, kann ich auch in dich gehen? Mm. Oh. Oh, ich weiß es. Digga, also, du guckst zu lange dann wieder zurück, das macht den Joke einfach kaputt. Entschuldigung. Du machst daraus wieder keinen Joke. Wir fahren morgen zu zweit nach Hamburg. Was geht da? OMR. Seid ihr nicht da? Nee. Es ist, ich weiß ganz kurz, was für ein Tier ich sein will. Vergisst du das oder warum? Ja, ich vergesse das gleich wieder. Okay. 100%. Ich kann mir das bildlich sonst nicht merken. Oktopus. Ich weiß, sieht scheiße aus, aber das ist schon krass, wenn du 3 Herzen acht hast. Arme hast. Ja. Oder 9? Okto. 8. Ja. Weißt du auch, dass ein Oktopus 3 Herzen hat? Und viele Gehirne irgendwie auch noch. Ja. Dann kannst du dir 3-mal das Herz brechen lassen. Du fühlst du die? Oh. Oh. Passt zu dir, ne? Darum hast du es dir ausgesucht. Ja, das passt echt zu dir. It's a very sad animal. Ja. Achso, ich soll auch sagen. Ja. Mhm. Weißkopfseeadler. Das war für mich schon immer klar. Boah, das finde ich so ein Standardtier, muss ich wirklich sagen. Nee, aber das ist auch absolut Standard. Die beste Antwort. Du bist einfach in der Luft Spitzenpredator. Niemand kann dir was. Ich glaube, jeder Amerikaner würde das sagen. Du fliegst einfach die ganze Zeit. Chillst einfach die ganze Zeit in der Luft. Ja. Wie geil ist das denn? Richtig geil. Du auch, ne? Ich hätte auch Vogel so, aber ja. Ist schon geil. Oder Rabe, weil die so intelligent sind. Du siehst aber aus wie ein anderes Tier irgendwie. Ein bisschen wie ein Reptil, habe ich ein paar Mal gehört. Ja, stimmt. Chameleon. So Beobachter, ja. Nein, darum stehst du auch die ganze Reptil. Zeit so viel. Du tarnst dich einfach in deinem Nein, Bett. Ein cooles Reptil. Ich finde, du siehst ein bisschen aus wie ein Pferd irgendwie. Was? Nein. Ein bisschen Pferd-Vibes irgendwie. Du siehst aus wie ein Pferd. Also ein Hengst. Du siehst aus wie ein Hengst, Mann. Ach so, ja, dann ist okay. Ein geiler Hengst. Du siehst aber, noch nur, aber nur, wenn man die untere Hälfte anguckt. Okay. Kann ich bestätigen. Och, Digga. Ein Joke. Du bist auf jeden Fall ein Bär, ist ja klar. Ja, das stimmt. So ein Schwarzbär. Schwarzbär. Schwarzbär, ne? Aber auch mächtig. Mächtig. Nee, ein starker Schwarzbär. Schwarzbären sind die kleinen Bären der Bären. Ja. Nein. Echt? Es gibt kleinere, aber Schwarzbären sind, sind nicht die coolen. Die sind im selben Territorium wie uncoole Bären. Ja. Grizzlybären und Schwarzbären leben in denselben Gebieten. Und Grizzlybären sind die absoluten Ficker da. Also Schwarzbären rennen wirklich vor denen weg und klettern schnell einen Baum hoch. Was mit Eisbären? Eisbären, na, aber das bist nicht du. Weil, jetzt du, ob du ein Eisbär bist, oder ob, ja nicht. Wie groß die sind, meinst du? Ja, die sind, glaube ich, größer, aber, die, aber da sehe ich mich auch als Eisbär. Aber gibt's mal so, gab's mal so ein Eisbär gegen Grizzlybär-Fight oder sowas? Echt? Boah, gibt's das? Also YouTube-mäßig. Ob die sich ab und zu mal treffen, so im Gelände? Kann ja sein, nicht. Wer gewinnt da? 1 gegen 1. Ja, ist schon. Ich würde sagen Eisbär. Ja. Boah, was glaubst du, würde ein Bär, ein Grizzlybär oder ein Tiger gewinnen? Es gibt genau das gibt es als Show. Ja, Animal vs. Animal. Es gibt, und das gibt es, diese Begegnung in Sibirien gibt es dann, also weil Tiger greifen Grizzlybären nur an, wenn sie gerade das Gefühl haben, sie können einen Hinterhalt starten. Also wenn die von hinten angreifen können, aber frontal rennen die immer weg vor Bären. Aha. Das ist so eine Show, glaube ich, das ist Discovery Channel mäßig, ne? Und dann manchmal machen die so hypothetische Begegnungen, zum Beispiel so eine Kobra gegen einen Adler, die sich halt niemals treffen würden, oder so ein Löwe gegen ein Hai. Und dann testen die so, wer würde was gewinnen. Löwe gegen ein Hai? Ja, das sind halt so hypothetische. Nein, Löwe gegen Hai, glaube ich. Das gab's wo kämpfen die denn dann? Nein. Im Land? Nein, ich sage ja gerade, manchmal die testen so, die gucken so Stärke, Geschwindigkeit und dann simulieren die so einen Kampf und sagen so, wer gewinnen würde. Die suchen sich die Stärken und Schwächen raus. Nein, nein. Die holen die wirklich zusammen. Das war auch die kämpfen. Was ist das denn für ein illegaler Schlag? Manchmal gibt es die Begegnungen, da haben die Bilder davon und manchmal sagen die einfach, hypothetisch gesehen, wer würde von den beiden gewinnen? So. Dann das haben wir doch letztens geguckt, Theo, in Portugal. Voll interessant. Als wir mit Ems zurückgeflogen und das ganze Video haben wir durchgeskippt, weil wir geguckt haben, ob da ein Kampf ist am Ende. Und dann war da keiner und haben wir das Video beendet. Ja, aber das ist genau das gleiche Prinzip. Das war auf NTV immer. Weißt du noch? NTV. Habt ihr das bei euch in der Schweiz gehabt? Nicht, dass ich wüsste. Ja. Ich glaube, du bist zu jung für NTV. Ich kenne es, aber ich habe es nicht geguckt. Ne. Ich will das eine Thema von dem einen Podcast von euch nochmal aufgreifen. Gerne. Ich dachte in den Kommentaren, als du erwähnt hast, dass alle Schweizer Gebäude so einen Bunker haben. Ja. Da ganz viele Schweizer haben in den Kommentaren geschrieben, das ist Schwachsinn. Nein, das ist kein Schwachsinn. Und mein Dad, der wohnt in der Schweiz, ich habe letztens mit dem telefoniert, der hat unabhängig, bevor ich das Thema aufgebracht habe, gesagt, wenn irgendwas passiert mit Krieg und so, kommt zu uns, wir haben einen Bunker hier. Ja, das ist so. Ja. Warum haben da so viele kommentiert, dass es Schwachsinn? Das verstehe ich dann auch nicht. Weil ich glaube, viele wissen das nicht. Das ist so ein 14-Jähriger beschäftigt sich ja nicht damit, dass er einen Bunkerplatz hat. Aber jeder Mensch in der Schweiz, wenn du keinen eigenen, deine eigene Wohnung hast, hast du einen angekauft im Haus nebenan, im Einfamilienhaus oder nebenan. Oder angemeldet über deinen Opa oder so. Genau. Also du musst auf jeden Fall irgendwo einen Bunker haben, wo du hingehen könntest. Wir haben auch in der Schweiz pro Bevölkerung haben wir 1,2 Bunkerplätze. Also wir haben sogar noch Platz für mehr. Können auch Eduard und ich da mal können wir mitkommen. Ja. Krass. Mein Dad hat noch Platz, Theo, können wir sogar. Wirklich? Ja. Ja. Aber wie gesagt, mein Vater hat einfach draußen einen Weinkeller gemacht. Also wir haben ganz viel Alkohol, wenn wir da jetzt Krieg hätten.
Ah, ich glaube, mein Dad auch. Tatsächlich sogar. Ja, das machen viele, weil, also du musst ihn ja nicht, der muss ja nicht so immer ready, bereit sein, aber der muss einfach existieren. Ja, ja. Krass. Und hast du auch die Erklärung gegeben, letztes Mal, warum alle Gebäude einen Bunker haben müssen? Ich kenne jetzt keine Begründung, außer aus Sicherheitsvorkehrungen. Ja, genau. Mein Dad meinte, weil in der Schweiz gibt es halt so viele Atomkraftwerke, dass falls dort irgendwas passieren sollte, so ein Tschernobyl 2.0 praktisch, dass die ganze Schweiz, weil es ja auch so klein ist, dann halt Bunker parat hat. Hä, ich hätte es eher gedacht wegen Krieg, aber... Ja, dachte ich auch erstmal, weil mein Dad meinte, das hat mit den Atomkraftwerken zu tun. Was haben die da drüben? Was ist... Weil, könnte ich nach gefährlichem Halbwissen an uns sagen. Aber cool. Habe ich das von meinem Dad, das gefährliche Halbwissen. Okay, aber das ist ja okay, wenn man das so sagt. Ja. Aber ich verkaufe es jetzt als Wahrheit, weil es nämlich so ist. Ja, aber auch ganz viele Sachen, die uns unsere Eltern erzählt haben, nehmen wir als Fakten einfach so hin. Mega toll. Kennst du das nicht, wenn du als Kind so fragst, Papa, wieso ist das so? Und dann hörst du nicht auf zu fragen, weißt, wieso ist das? Was Elon auch richtig gerne als Fakten hinnimmt? TikToks. Nein. Ja, aber machen wir alle. Manchmal schon. Aber das Schlimme ist, Nein. Ihr versteht einfach nicht, dass ich wirklich ganz anders rede. Weil manchmal denke ich einfach laut und sage etwas und versuche es auch nicht als Fakt zu verkaufen, sondern ich mache das so, um eine Diskussion zu starten. Und Ems und Wutke sind dann zum Beispiel, hast du es schon wieder von einem TikTok? Also die gehen dann nicht mit mir in eine Diskussion ein, aber ich will gerade jetzt herausfinden, was denkt ihr darüber, habt ihr vielleicht mehr gehört? Für mich ist es nur lautes Denken. Dann. Vielleicht solltest du sowas dann vielleicht am Ende noch sagen. Ja, so by the way, Leute, ich denke wieder laut. Ja, sag mal. Wir waren nie auf dem Mond. Dann so. So zum Beispiel. Was haltet ihr davon oder redet ihr nicht über Verschwörungstheorien? Safe waren wir nicht auf dem Mond. Auf keinen Fall. Gestern noch ein Video gesehen. Ich glaube, wenn du einmal nur sowas likest, kommen so Videos. Ja, da sind ja so Videos, wo die dann so zeigen, wie so, ne, wie sich einer an Zähne putzt im Weltall, so, ne? Ich weiß, was du meinst mit den Harnissen, die da so weggemacht wurden, also wo die dann praktisch die wieder runterziehen und so. Ja. Mit so einfach so Bändern. Einfach so Bändern an die Seite. Da siehst du, wie das T-Shirt so hochguckt und. Ja, nee. Und doch, irgendwo doch. Bei so einer. Ja. Mit den Haaren auch, meinst du, ne? Ja, das auch. Die sind einfach so fest mit so Haarspray-mäßig. Die bewegen sich nicht mal, die Haare. Ja, ja, ja. So, die wollen einfach das nur darstellen. Das ist super suspekt. Und was ich noch krasser fand, also ich will es trotzdem auch für zum Wohle der Menschheit nicht ausschließen, dass wir wirklich da waren, auf dem Mond, aber Neil Armstrong hat irgendwie verdächtigerweise, natürlich kann er auch einfach einen Joke gemacht haben, aber sehr oft jetzt, vor allem gegen Ende seiner letzten Jahre, erwähnt, dass wir eigentlich nie da waren, dass es alles fake war. Und dann manchmal weiß man nicht, macht er gerade einen Joke oder meint er das ernst? Ja, und dann irgendwie häuft sich das, wo du so selber hinterfragst. Okay. Oder nee, das war sogar Buzz Aldrin, der erste Mann auf dem Mond. Der sagt die ganze Zeit, wir waren da eigentlich gar nicht. Das ist gefährliches Halbwissen. Das ist gefährliches Halbwissen. Nein, aber Buzz Aldrin, es gibt ja Interviews, wie er das wirklich sagt. Ja, okay, das ist krass. Okay. Sollte so ein Typ nicht machen eigentlich, der bei der NASA da hingegangen ist. Kann halt aber sein, dass er das wirklich einfach super ironisch meint, um praktisch auf diesen Joke aufzuspringen von den Verschwörungstheorien. Der hat irgendwo einen Vertrag, wo drin steht, dass er das nicht machen darf. Ja. Ziemlich sicher. Ja. Also trotzdem macht das ja anscheinend. Aber zwei Wochen danach ist er verschwunden. Komischerweise. Oder was mit ihm passiert. Herzinfarkt irgendwie. Ja, warum glaubst du, Theo, dass wir nicht da waren? Weil, Leute, das ist ja theoretisch gesehen, das Rennen zum Mond war ja einfach nur, kann ich nochmal von vorne anfangen, eine Sekunde? Nee. Fuck, ey, wir gehen das krass jetzt. Du wolltest anfangen damit, dass es ein Wettkampf zwischen zwei Supermächten war. Genau, das war ein Wettkampf zwischen der Sowjetunion und den USA. Und die USA hat am Ende, damit dass sie auf dem Mond gelandet sind, die Sowjetunion in den kompletten Bankrott getrieben. Waren die sowieso schon, aber dadurch auf jeden Fall nochmal mehr, weil es halt dieses Space Race war und dass sie das verloren haben. Und da frage ich mich, warum sollten die überhaupt so viele Milliarden Dollar ausgeben, um dahin zu fliegen, anstatt einfach irgendwie in die Wüste zu fahren, das zu faken? Noch ein interessanter Fakt. Oder? Ja, theoretisch macht das Sinn, aber noch was Interessantes. Stanley Kubrick, einer der besten Regisseure des 20. Jahrhunderts, ne? Ich weiß nicht, ob er das wirklich gesagt hat, aber es gibt eine Aufnahme, wo es heißt anscheinend, dass er das gerade einspielt, den Ton. Also er redet da gerade. Und er behauptet, wie er von der NASA und der US-Regierung engagiert wurde, ein Mondlandungsvideo zu machen. Wo er dann praktisch zugibt, wir waren hier auf dem Mond, ich habe das Video sogar gemacht. Ich habe den Film gemacht. Aber da weiß man nicht, weil du siehst nicht Gesicht und Ton miteinander und so. Und kannst ich kenne Stanley Kubricks Stimme jetzt nicht so gut, dass ich sagen könnte, ja, safe war der das. Ich glaube, wir sollten uns bei den Sachen erstmal richtig informieren. Wollt ihr vielleicht einfach generell einen kleinen Sticker drauf machen mit gefährliches Halbwissen? Und dann haben wir eigentlich sagen, was wir wollen. Genau so was meine ich, weil ich zum Beispiel jetzt, mir ist das ehrlich gesagt scheißegal. Ich glaube weder, dass wir wirklich da waren, noch, dass wir da nicht drauf waren. Und dann sage ich solche Sachen, aber
als lautes Denken. Einfach. Ja, ist auch gut. Ja. Ist auch in Ordnung. Ja. Und das versteht ihr dann aber ganz oft falsch. Ja. Ja. Er kann sich halt das Bild nicht vorstellen, er sieht die ganze Zeit. Ah, ja, stimmt. Ja. Wir können das ja weitermachen, auch mit Pyramiden. Vielleicht bist du da, ich sag auch was, du sagst ja was dazu. Vielleicht weißt du auch was. Und zwar auch wieder so, wenn du so ein paar TikTok-Likes, sowas mit Mond, dann kommen da ja noch mehr Verschwörungstheorien. Ja. Pyramiden, haben wir ja schon oft drüber geredet. Ich so wie ja, drum, wenn du über das redest, sag doch mal lieber, was du darüber denkst mit Aliens. Ja, ob es da draußen wie war das? Guck mal, die Pyramide hat diese Fette da, ne? Die hat ja 2,5 Millionen Steine. Ja. Die sind ja perfekt bis auf ganz Millimeter sozusagen aneinander. So, also eigentlich nahezu perfekt. Mhm. Vor tausenden von Jahren. Dann fragt man sich, könnten wir das jetzt auch bauen? Ja, aber wir bräuchten dafür übelste Diamantsäge-Dingens und Wissenschaftler und Projektarchitekten. Auch, wie auch ganz viele Pyramiden zum Beispiel am Äquator, in mehreren Kontinenten sogar am Äquator entlang gehen, also auf perfekter Linie und irgendwie die Spitze der Pyramide dann irgendwie auf bestimmte Sternkonstellationen zeigt und sowas dann auch. Digga, so alle, Sterne. Alle sogar von verschiedenen Kontinenten zeigen immer. Die keinen Kontakt miteinander hatten auch. Genau, das angeblich. Ist krass, ne? Also was ich bin da auch gerade ein bisschen im Doku-Game drin. Mhm. Und weil ich immer Dokus gucken muss zum Einschlafen zur Zeit. Toll. Weird. Und weil du ja eigentlich so, so crazy, weird, Emily. Slay. Meintest du, dein Leben ist so stressig, dann kannst du richtig gut schlafen immer? Achso, nee, ich bin der mit schlechtem Schlaf. Ah, das ist der. Ich schlaf gut. Der schläft gut, ich schlaf schlecht. So wie du. Ja, ja. Stimmt's? Ja. Es kann auch sein, dass die Menschheit einfach schon eine ziemlich hochentwickelte Zivilisation mal hatte und die durch ein großes Massensterben mal ausgestorben sind. Habe ich auch die Theorie habe ich auch gehört. Von diesem Hancock. Also wie heißt der bei Joe Rogan auch ganz oft im Podcast war, der so auch mehrere Bücher geschrieben hat darüber, der so Indizien drauf gefunden hat. Das habe ich sogar von Joe Rogan diesen Clip gesehen. Ja, ja, wo das erzählt, genau das, was du gerade gesagt hast, dass das vor ein paar tausend Jahren, dass die Menschen so weit auch schon waren und dann alle reingeschissen haben und alle ausgelöscht worden. Das kann ich mir schon eher vorstellen. Und deswegen wegen diesem Hancock, mir fällt sein Vorname nicht mehr ein, da gibt es auch eine richtig lustige Story zu, weil er ist ja praktisch Anthropologe und Archäologe und der war mal auf der Pyramide auf Gizeh, war er zweimal insgesamt obendrauf, einmal legal, einmal illegal. Mhm. Und als er dann das erste Mal illegal da drauf war, hat er ganz oben etwas eingraviert, so eingeritzt gesehen, nämlich A. Hancock 1953 oder sowas. Oder irgendwie noch eher irgendwas, Gänsehaut. Glaube ich, zu Zeiten des Zweiten Weltkrieges. Und dann hat er irgendwann mal bei seinem Vater so praktisch auf dem Dachgeschoss dann so alte Sachen bei dem ausgemistet. Und dann hat er das Tagebuch von seinem Opa, der auch Archäologe war, gefunden. Der war Soldat, genau, das war während des Zweiten Weltkrieges nämlich. Oder ich glaube sogar Ersten Weltkrieges. Und dann hat er in einem Tagebucheintrag von seinem Opa gesehen, dass er auf die Pyramide geklettert ist und dort dann seinen Namen eingeritzt hat. Und er hatte das dann halt auch gemacht. Und dann praktisch Opa und Enkel haben beide auf der Spitze der Gizeh-Pyramide ihren Namen eingraviert. Nee. Krank. Das ist schon funny, wa? Ah, schade, weil ich dachte, die Geschichte entwickelt sich zu Zeitreisen. Aber ja, ich dachte, dass er das selber gewesen war vor dieser Timelapse. Ja, also, ja, ich gebe jetzt so eine Bestätigung dafür. Weil Leute Zeitreisen gibt. Auf einmal kommt hier so ein zweiter Eduard jetzt rein. Oh mein Gott. Plot Twist. So, ja. Der größte Podcast einfach der Geschichte. Wenn du Zeitreisen könntest, ne? Wie weit würdest du zurückgehen? Zu welchem Zeitpunkt? Zurück oder darf ich auch nach vorne? Zurück. Boah, Euro-Jackpot-Zahlen herausfinden und wahrscheinlich 10 Minuten. Nee, so meine ich nicht. Ich meine, du kannst nur ein Alter zurückgehen. Du kannst so geile Sachen machen. Du kannst nur ein Alter zurückgehen. Du kannst Hitler umbringen oder sowas. Er holt kurz die Euro-Jackpots. One use only, aber. Ja, das ist, je weiter du zurückgehst, desto mehr kannst du die ganze Timeline irgendwie verschieben. Aber wenn ich einfach nur mir ein paar Millionen abgreife, 10 Minuten zurückgehe, ist ja alles cool. Ja, Butterfly-Effekt, Leute, wir wissen nicht, was passiert, wenn wir da irgendwie Scheiße reinscheißen. Man könnte sich nur Sachen so angucken. Glaubst du? Boah, ich dachte jetzt ehrlich gesagt, ich würde zurückgehen, wo ich 19 oder 18 war. Und was würdest du denn sagen? Ich sag ehrlich, Schule war scheiße. Schule bockt nicht. Nee, du gehst da nicht zurück und bist der. Du bist dann immer noch du. Ja, aber man geht zurück und macht dann da weiter. Nee. Ach so, und dann lebst du ab da weiter. Zeitreisen. Mit dem Wissen von jetzt. Ja klar, muss ja sein, sonst macht es ja gar keinen Sinn. Nein, ach normalerweise, wenn du Zeitreisen, dann bist du... Mit dem Körper meint ihr dann jetzt. Ja, das ist Zeitreisen, Leute. Ja, klar. Theoretisch, ja. Aber ich finde mit dem Verstand irgendwie geiler, solche Zeit. Du wirst jetzt einfach wieder 19 sein, that's it. Ihr macht das so kompliziert, dass ich selber meine eigene Frage verwirrt bin. Nein, du meinst, du willst eine Zeitreise machen. Gut, dass du mir meine Frage erklärst. Ja. Du willst eine Zeitreise machen, wo du praktisch halt wieder im Körper deines 19-jährigen Ichs bist. Mit dem Wissen von jetzt. Aber, ja, das glaube ich auch nicht cool. Aber dass du dann praktisch neben dem 19-jährigen Juli stehst, mit deinem jetzigen Körper.
Sag doch, was du denkst. Du hast doch die Frage gestellt. Ich bin selber verwirrt mittlerweile. Wenn du in der Zeit zurückgehst, ja, zum Beispiel nach 1950. Leute, er ist Ausländer, er ist dann, Schweizer. Ja, macht er kann nicht so gut Deutsch. Wir müssen auf Englisch. Sollen wir das übersetzen kurz auf Englisch? Kann jemand Schweizerdeutsch hier reden? Kann Leute? Einer Schweizerdeutsch kurz? Wir brauchen einen Translator. Nochmal, du kratzt den Bogen. Guck mal. Also, wenn du nach 1950 reist, ne? Ja. Wie alt bist du denn dann? Da existiert er doch noch gar nicht. Ja, nee, genau. Nicht. Aber kannst du ja trotzdem dahin, oder? Oh, eigentlich nicht. So, eigentlich wollte ich meine Frage so sagen, dass ihr eurem. Ja, sorry, genau, aber dann hast du die Frage Quatsch. Das war du bist jetzt 16, Frage. Hast aber das Wissen von jetzt. Ja. Ja, das meine okay, ich. Das, okay, das ist doch ganz ja, einfach. Ja, das ist ja cool, das würde ja jeder machen. Du kannst auch sagen, dass dein Gedächtnis gelöscht wird. Du kannst einfach alles nochmal neu machen. Ja, würde ich auch machen. Ja, aber dann weißt du ja nichts davon, dass du zeitgereist bist. Dann bringt es ja nichts. Junge, ich denke manchmal, letzte Woche, Alter, wie anstrengend die war. Ich habe keinen Bock, zum Glück habe ich die hinter mir. Hä, aber das machst du doch dann eh schon. Du trinkst einfach so viel, dass du hoffentlich was vergisst. Nee, ich würde jetzt nicht, Digga, hättet ihr jetzt nochmal Bock, Schule und jeden Tag da? Ich skippe bis dahin, wo es angefangen hat, Spaß zu machen. Was? Ich skippe bis dahin, wo es angefangen hat, Spaß zu machen. Ich habe immer noch keinen Spaß, wann kommt das? Ich kann ja vorskippen. Ja, das ist. Wir haben keinen Spaß, aber wir haben super Bock. Was ist das denn? Ein T-Shirt, das wir uns gekauft haben. Das haben wir käuflich erworben, leicht angetrunken. Warum sagst du das so komisch? Jetzt kommst du rüber, als hätten wir es geklaut. Nein, wir haben es geklaut. Eins davon haben wir geklaut, aber ziemlich sicher. Nein, wir haben einfach nur gut gehandelt. Habt ihr das in Portugal gekauft? Wir haben echt schlecht gehandelt. Nein, er ist 2 Euro runtergegangen. Boah. In Portugal haben wir es gekauft. Krass. Da hat Eduard richtig einen rausgehauen. Alter, hast du verhandelt. Ja, ja. Und er nur so, komm weg. Go away. Er ist euch entgegengekommen, weil ihr ihm so auf den Sack gegangen seid. So, er hat so richtig typisch Händler dann einfach im Ausland so, because you're my friends? Yeah. Because you're my brother? Ja, das ist so geil, weil er mit diesem Taschenrechner die ganze Zeit rechnet. Er macht wirklich so auf den Taschenrechner dann. Was rechnest du aus? Alter? Sind eigentlich 800 Euro, aber für euch 10. Ja. So, ungefähr so. Ja. Genau so. Ja. Ja gut, für die beiden Outfits habe ich dann noch, ich habe 2 Django, habe ich die letzte meine. Ach ja, das kam cool. Gar nicht an im Paket bei mir. Kam nicht an? Nein. Nee, kam bei mir auch nicht an. Deswegen ist ja passend, dass du jetzt dabei hast. Wer macht denn den Vertrieb da, Leute? Stimmt. Ey, her damit. Ja, aber es sind jeweils andere drin. Welche willst du? Ja, also ich will die coole. Weiß ich nicht, welche. Oh Mann, ich sehe es schon. Schade, dass die nicht angekommen sind. Ja, mach mal deine da oben weg, Theo. Was soll das? Nee, das ist jetzt schon in meine Frisur rein integriert. Mach einfach beide jetzt. Ich mach da einmal beide drauf. Wer hat die pinke? So die pinke bekommen? Jawohl, ich hab die pinke, geil. Django steht so da links dran. Für die, die es nicht anschauen, die packen gerade ihre Brillen aus. Jawohl. Eduard tanzt schon, als wäre auf dem Rave. Und... Oh ja, ich hab die Kannst coole, ganz kurz halten, so? Die behalte ich. Nee, ich mag meine. Das ist meine. Ich finde meine cooler. Ey, du hast jetzt 2 Sonnenbrillen an. Ich bin Theo immer noch. Oh. Warum hast du so Schwierigkeiten, damit unsere Namen irgendwie richtig... Ja, weil wir uns so ähnlich sehen, ne, Theo? Ja, das ist wirklich unfassbar ähnlich. Nee, ich bin happy mit meiner, Theo. Boah, ist crazy. Sehe ich auch cool aus mit meiner? Safe. Kann ich sehen? Nee. Hast du die selber designt? Ja. Wie hast du das gemacht? Bisschen hier, ein bisschen da. Wie viel kosten die denn im Shop? 19,99. Ah, dann kaufe ich mir, dann gebe ich dir die zurück und kaufe mir die Nummer. Hast du die ehrlich gesagt eine Skizze gemalt auf Papier? Nein, ich habe mir ganz, es hat lange gedauert, alles immer wieder zuschicken lassen und dann wurden aus Versehen auch mal andere schon 300 Mal hergestellt. Aber echt? Ja, das war. 300? Was hast du mit denen gemacht? Die liegen irgendwo. Kann aber auch sein, dass es bei mir ankam und dann einfach bei der Poststation. Ja, aber er auch ist komisch, weil ich hatte das auch bei Stachel, das darf nicht passieren. Ich habe euch eigentlich alle... Meine Ohren stehen ein bisschen ab, glaube ich. Ich merke mir das. Deine? Du könntest aus wie ein Hobbit. Ja, ein bisschen. Hey, Mann, diese Hobbit-Vergleiche reichen mir langsam. Eduard macht das auch immer. Echt? Im Video sogar. Nur einmal wegen des Videos. Ja. Weil du aus einem Hobbit-Häuschen cool, danke dir für die Brille. Ja, gerne. Ich mag coole Brillen. Ja, ich check nochmal, dass ihr auch die anderen kriegt. Mag echt gerne coole Brillen. Dann ist cool. Kannst du dich noch dran erinnern, als du bei uns warst, hast du mal gesagt, du würdest aufhören zu rauchen. Wollte nur mal so nachfragen. Talking about this. Oi, oi, oi. Also. Ich habe damals natürlich nicht aufgehört zu rauchen. Ach, du hast ja auch nach dem Podcast 5 Minuten danach unten im Treppenhaus direkt die erste Kippe in den Mund gesteckt. Hallo? Wirklich? Ja. Hast du? Nee, darf ich dazu? Ich erzähle wirklich. Du meintest dann, also, ab Neujahr wolltest du doch dann aufhören. Das mit Neujahr habe ich auch nicht geschafft. Aber ich habe dann ab 16. Januar habe ich aufgehört zu rauchen, bis zur Berlinale. Weil, da war ich auf so einem Event, mach das nicht nach, Leute, ne? Aber ich war auf so einem Event und da waren richtig so wichtige Personen, die ich kennenlernen wollte. Und
ich habe auch gleichzeitig keinen Alkohol getrunken. Also kein Alkohol, keine Zigaretten, also richtig clean, auch viel Sport gemacht, richtig cool. Und dann war ich bei diesem Event und ich habe gemerkt, meine Smalltalk-Skills reichen nicht aus. Mhm. Ja, dann habe ich irgendwie halt 4 Sekt und 3 Negronis und 2 Bier getrunken und irgendwie 8 Schachteln Marlboro Gold geraucht. Und seitdem bin ich wieder abhängig gewesen. Und jetzt, letzten Donnerstag, war ich bei der Hypnose und habe mich hypnotisieren lassen. Was? Zum Rauchentwöhnungsmäßig. Und? Und wie hat die funktioniert? Du hast beim Rausgehen direkt die Kippe im Mund gesteckt. Nee, das hat richtig gut funktioniert. Aber ich habe übertrieben Bock zu rauchen die ganze Zeit. Seit der Hypnose kann er nicht mehr in Bildern denken. Oha! Dann habe ich das da verloren. Ich konnte es was kaputt gemacht bei ihm. Und sie hat so gemacht, dass du es nicht mehr weißt, dass du es konntest. Aber also der war auf jeden Fall krass. Wenn das, ich will jetzt seinen Namen noch nicht droppen, weil vielleicht funktioniert es ja nicht. Wenn es funktioniert, dann kann ich den sehr empfehlen, der wäre echt krass. Ja. Der ist auch so Mentalist. Wisst ihr, was das ist? Ja. Also normalerweise bei Hypnosen sollst du eigentlich das, wovon du abkommen willst, als ekelhaft empfinden. Also ich glaube, dann hat er irgendwo jetzt schon nicht funktioniert. Oder er hat nicht anders hypnotisiert, also so, dass ich Rauchen richtig geil finde. Dass du immer so horny wirst dann oder so. Dass du dann immer verwechselst. Ah. Wie funktioniert Hypnose? Was passiert voll da? Krass, ne? Hypnose, oder? Aber was hat sie gemacht? Erklär mal ein bisschen. Also, der ist Hypnotiseur und Mentalist. Mentalisten sind die, die, wenn ihr, da gibt es immer so Tricks und so weiter, die können eure euer Kennwort und so erraten, ne? Von der Und der bei Joko und Klaas auch war. Löffel verbiegen, ja. So. Ja. Löffel ist cool. Verbiegen können die auch. Richtig krass. Auch, der ist cool. Der hat die voll ausgetrickst. Der wusste bei Xing Zhang Chong und so, hat er die voll ausgetrickst die ganze Zeit. Das ist echt krass. Genau, und das ist der auch. Und es war ganz cool, weil es war erst so eine Stunde, haben wir so ein Gespräch gehabt und der hat nach ungefähr 17 Sekunden wusste der alles über meine Persönlichkeit und hat die ganze Zeit so, der hat mir echt in die Seele reingeguckt und das war schon krass. Dann hat er mir ganz viele so Sachen aus meiner Kindheit erzählt, die der dann irgendwie einfach wusste. Krass. Und dann hat er auch so rausgefunden, wann ich das erste Mal geraucht habe, weil ich dachte, das wäre ganz von anders gewesen, aber es war dann doch anscheinend da. Und der hat die ganze Zeit, als er geredet hat, schon so ein bisschen so gemacht. Also so erzählt und dann hat er auch mal so geschnipst und mal hier so. Und dann habe ich gemerkt, dass ich auch so ein bisschen so plötzlich neben mir stand. Hat sich ein bisschen angefühlt, als wäre ich bekifft gewesen. Obwohl ich nicht wie sich das anfühlt. Und dann... so stellt er sich das vor. Also stell ich, würde ich mir das vorstellen. Aber nicht bildlich. Deswegen spürt er das, weil er sich das nur emotional vorstellen kann. Ja, ich denke in Emotionen. Das ist viel krasser, Alter. Oder in Gerüchen. Okay, erzähl weiter. Schlimm. Genau. Und dann hat er mit mir geredet und so. Und während des Gesprächs war ich schon so, okay, nee, ja, ich verstehe das. Also, weil es geht natürlich auch viel um Gesundheit und so. Rauchen ist sehr schlecht. Ach was. Ja. Und er sagt nur so, by the way, Theo, Rauchen ist schlecht. Gott, du hast recht. Dafür hat er ihm Geld bezahlt. Und Theo so, Alter, gut investiertes Geld. War nicht billig, muss ich sagen. Naja, jedenfalls hat er das gemacht. Und dann am Ende war ich so, habe ich auch zu ihm gesagt, so nach einer Stunde war ich so, okay, ja, aber ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt nach Hause fahre, hätte ich schon Bock, eine Kippe so zu rauchen aus dem Autofenster. Nichts besser als das. Und dann meinte er, ist aber noch gar nicht vorbei. Jetzt kommt ja erst der Hypnose-Part. Und dann habe ich mich auf so eine Liege gelegt und bin so nach hinten geklappt. Hatte so eine Decke auf mich rauf. Die Hose ausgezogen? hat so eine Decke auf mich drauf gemacht und so Entspannungsmusik auf die Ohren. Und ich dachte aber, der redet so vor mir mit so einem Pendel oder so, ne? Mhm. Pendel. Mhm. Pendel sowas. Und dann hat er mir die Kopfhörer aufgesetzt und hat dann so ein Mikrofon gehabt und hat dann in meinem Kopf geredet. Das war richtig krank, Alter. Ah, der war in meinem Gehirn drin. So praktisch wie ihr die Zuschauer gerade. Aha. Ja. Okay, erzähl weiter. Genau, dann hat er auch zu mir gesagt, ich kann jetzt zuhören oder nicht zuhören oder an was anderes denken oder einschlafen oder so. Der redet eh nicht mit mir, sondern mit meinem Unterbewusstsein. Und dann bin ich auch noch ungefähr 17. Auch creepy. Ja, auch weird, ne? Ja. Ja, da bin ich auch sofort eingepennt. Und dann bin ich aufgewacht und dann hatte ich Kopfschmerzen und dann... Das ist krass. Was hast du mit dir gemacht, wo du gepennt hast? Und dann hat er, dann war echt Trick 17. Ich glaube, ich darf das gar nicht verraten, sonst ist ja der ganze Hypnose... Ach, ist ja egal. Dann am Ende habe ich an so einem Aschenbecher gerochen. Und da habe ich fast gekotzt, das war schon richtig schlimm. Aha. Und dann hatte ich einen Tag lang keine Lust zu rauchen. Hä? Das kann ich mir gut vorstellen, wenn du damit konfrontiert wirst, wie ekelhaft das schmeckt und riecht und alles, da kann ich mir gut vorstellen, dass das ein Effekt hat. Er packt da einfach so süß drum, einfach dann so rein, dieser eklige, stinkige, norwegische Fisch in so einen Aschenbecher gibt, wie das so... Stimmt, hat sehr fischig gerochen. Ja, siehst du? Der verarscht dich einfach. Ich glaube, das ist sozusagen, der hat mir das so erklärt, dass Rauchen, also Nikotin ist wie so ein Parasit, der in deinem Gehirn sitzt, wie so ein kleiner Wurm irgendwie. Und der kleine Wurm sagt mir jetzt die ganze Zeit, dass Rauchen geil ist. Also der geht jetzt aber bald. Aber so, du hast einen Tag kein... Einen Tag hatte ich keinen Bock zu rauchen. Und dann wieder. Ja. Ist ja auch scheiße. Ist ja dann nicht viel hat das Spaß gekostet? Das ist nicht, in Theos Kopf ist zu egal, groß. Euro. Sag einfach eine Zahl und ich sag höher oder niedriger. 400 Euro. Mit 2 Stunden, ne? 300 Euro. Du bist so ein Wichser, weil du das weißt. Ja, ist halt auch schön, wenn du es jetzt für 2 Stunden 300 Euro Hypnose. Weißt du, so sagst du es einfach. Ja, vielleicht auch. Ja, sowas in der Art, ja. Okay, krass.
Ja. Ja, ja, wenn das nicht. Ich glaube, das ist alles Taktik. Das macht der, der ist gerade noch in meinem Gehirn drin. Der redet immer noch mit deinem Unterbewusstsein. Was sagt er gerade? Nicht in Bildern denken, auf jeden Fall. Der hat da so, deswegen hat er so Kopfschmerzen. Der hat einfach so einen AirPod so durchgeschoben durch das Ohr. Und das, er redet immer noch mit seinem Kopf. Ja, ist auf jeden Fall cool. Weil ich hätte gedacht, wenn jetzt Hypnose richtig gut funktioniert, ne? Mhm. Also so richtig gut, kann ja sein, dass es noch kommt. Da könnte man sich ja für richtig viele coole Sachen hypnotisieren lassen. Nicht mehr prokrastinieren. Ja. Nicht mehr schlechte Eigenschaften halt. Du hypnotisierst dich so, dass du Millionen auf dem Konto hast. Auf einmal gehst du so in deine Kontoauszüge und auf einmal sind sie da. Wusstet ihr, dass man das lernen kann zu hypnotisieren? Da gibt es so Schulungen. Ja, klar, das kannst du ja nicht von Geburt an einfach. Ich weiß. Schon Talent, Theo. Schon Talent. Deine war nur nicht so talentiert. Ich fand den cool. Ja, du kannst wirklich so, dass, dann kannst du so auf Partys so ein paar Faxen machen, so komm mit mir nach Hause und zack. Dafür würdest du das also benutzen. Ja, ich sag nur. Er ist halt sein Beruf. Manche, er muss es einfach machen. Sein Beruf. So. Wie vielleicht er es sonst wäre. Ah ja, cool, ja, liebe ich ja. Das ist mein Lieblings-Serie. Ich habe wieder gefragt, die sollen lustiges, coole Sachen erzählen. Weißt du noch, letztes Mal, als Theo dabei war, hatte wir eine gehabt, die hat einfach eine Minute lang richtig schief durchgesungen. Weißt du noch? Der das war echt krass, Alter. Aber Hosen das haben wir uns auch voll gegeben. Hoffentlich diesmal wieder so eine. 10 Sekunden? Von? 9 Sekunden? Ja, Digi, du hast ja echt viele DMs, Alter. Ja, ich viele DMs. Du nicht? Doch. Na klar. Theo, ich schwöre, ich habe es gesehen, Theo hat die meisten. Ich finde es so relevant auf Instagram. Ein bisschen mehr. Ja, Edo hat auch viele. Ja. Unser Instagram ist wirklich scheiße. Ich habe eine gefunden, die ist 59 Sekunden. Wollen wir die? Ja, ja. Wie heißt sie? 59 ist schon lang, aber mach mal an. Helene. Ah, wir können auch eine, die 90. Ich mache eine 9 Sekunden und eine 59 Sekunden, okay? Eine Sprachnotiz von S1R7H04. Kenny. Warum checkst du jetzt ihr Account ab? Hab nur mal geguckt. Kann man ja mal gucken. Er hat einen Screenshot gemacht und sich selber gesendet. Hallo Django, hier ist eine Memo für deinen Podcast. Und zwar Mathilde? War ich ein Spons dabei und es war hammergeil. Ich hoffe, du machst irgendwann wieder eine Tour oder irgendwo mal sowas, wo du auch bist. Und zwar ein bisschen länger. Aber liebe Grüße an alle. Sie sagt so: Ich hoffe, nächstes Mal ein bisschen länger und bei mir zu Hause und nur wir beide. Nee, aber bevor du weitermachst, wo wart ihr? Wo seid ihr auf Tour? Wurde einfach offensichtlich nicht eingeladen. Digga, ich habe gesagt, Bochum will ich dabei sein. Der wollte Dortmund dabei sein. Dortmund gab es gar nicht. Warum gab es denn Dortmund nicht? Eben. Da geht es ja schon mal los. Ah nee, doch, ich glaube, Bochum hatte uns, glaube ich, eingeladen, oder? Leute, er meinte, er war in Bochum. Nein, du hast mich nicht eingeladen. Ich habe da doch noch gesagt, ja, aber dann, wo waren denn meine offiziellen Einladungen? Wie soll ich denn alles? Schlechter Manager dann. Ja, ich habe dann letztens auf dem Sunrise noch gesagt, kommt doch irgendwo, ja, machen wir dann. Wo? Nein, Quatsch. Ich organisiere doch nicht wie wir zu. Nächsten Freitag, Düsseldorf. Nee, lüg nicht. Freitag ist in Ludwigshafen. Nächsten Freitag. Danach die Woche. Ja. Da wäre ich wirklich am Start. Wenn kommt da nicht das ab 18, da habe ich ein bisschen Angst vor der Show. Ich glaub, was ist das für ein Datum? Die ist ab 18. Ja, wir haben ganze Tour ab 16, nur Düsseldorf ging nicht anders. Ufer 8 ging nur ab 18 und ist so ein bisschen. Was glaubst du, da kommen nur 7 Leute oder was? Nee, das wird wahrscheinlich auch normale Club-Eröffnung sein, ne? Also das normale Leute, die auch nichts mit dir zu tun haben. Die ist auch ganz normal als Vorverkauf seit Monaten schon online, also wurde auch schon Tickets. Aber ich meine, sind da Leute, die da jetzt nur wegen dir hinkommen oder normale Clubgänger? Eigentlich bei so Tour schon größtenteils so, aber da können auch normale Leute sein, die jetzt sich denken, wer ist der Hampelmann da oben? Ja, also besonders bei 18 dann. Angst dann, ne? Ja, verstehe ich. Ja. Deswegen. Ja, dann sind wir dein Rücken. Deswegen kommen wir dann nach Düsseldorf. Also wenn du los hast, können wir nach Düsseldorf. Ja, was heißt los? Also ihr kommt gerne. Aber ich sag nur, es gibt dann coolere Shows, wo so 2400 Leute im Go-Park sind, 16 plus, die gehen, 16er, die gehen halt ab. So, halt, die haben halt nichts zu verlieren, so 18er sind manchmal so. Weiß nicht, ob ich bei meinem Alter, ob ich da bei 16-Jährigen mitfeiern muss. Ich glaube, es ist gut, dass Edo nicht dann eher zu der 18 genau. plus. Genau. Ja, okay, gut. Ist weird, wir sind echt sehr alt, Edo und ich. Ja. Willst du noch eine Memo? Ja. Wollen wir von, einer heißt Thanos, das müssen wir machen. Ja. Wie kann man Thanos heißen, das ist Witz, oder? Geh auf den Account. Ich glaube, der heißt Thanos. Warum gehst du wieder auf den Account? Der heißt wirklich Thanos. Das ist ja crazy. Yo, ich bin gerade auf der Arbeit. Ja, hör ich. Das Background Noise 3000, Alter. Und hab die Story gesehen. Der Podcast ist echt cool. Und Grüße an Julie und an dich, Django. Und an den Gast. Jo, ihr seid die Besten. Küsse. Danke. Grüße. Danke, Thanos. Danke dir. Ich weiß nicht, was waren dein letztes Mal für Sprachnachrichten? Irgendwie waren da so. Irgendwie lustige Fragen oder so brauchen wir. Mach noch eine?
Irgendeine Beichte oder so. Mal zusammen gucken. Ich hatte was mit meiner Stiefel. Ich hab eine Frage. Lisa sieht aus wie eine Maus. Lisa sieht aus wie eine Maus. Aua, 49 und 8 Sekunden. Ist gut. Ist eine coole Story, glaube ich. Ich war einmal feiern. Irgendwas war, ich weiß nicht mehr, aber ich habe dann vorne auf meine Freunde gewartet. Und bei uns im Club in der Stadt, da sind die Parkplätze vor dem Club. Und so ein Typ kommt raus, sieht schon aus, als wäre der irgendwie in Hogwarts oder so gewesen. So, der hat einen Hut an und so einen schwarzen Mantel, der so zugeknöpft war und so einen Schal. So der Pyramide war der Typ. Ja. So ein Alien. Und dann sehe ich einfach, der guckt unter ein Auto. Und ich dachte so, okay, vielleicht ist das seins. Und dann kommt er raus und lacht sich einen ab. Und dann greift er wieder unter das Auto und holt einfach einen Döner raus. Hä? Einfach unterm Auto lag ein Döner. Der war immer noch da. Hat und er hat sich den einfach genommen, aufgemacht und gegessen und ist nach Hause gegangen. Ich komm nicht mehr. Warte, da kommt noch was. Und das alles ist halt wirklich so innerhalb von so 3 Minuten passiert. Das war so eine gute Idee eigentlich. Das ist die beste Story, die Theorie, glaube ich. Das ist eine geile Story. Also das, achso ja, sag deine Theorie. Ich glaube, der hat den Döner vom Club da reingelegt. Ja. Und weil er nicht essen konnte, hatte Stress, kommt zurück und er war immer noch da und hat sich übelst gefreut, weil er voll betrunken war. Sehr gut. So kennt ihr das, wenn Leute Alkohol so 5 Wochen vor dem Festival vergraben und, und dann das da ausgraben wieder? Ja. Auch cool. Habt ihr das schon mal gemacht? Voll viele machen das. Ich habe mal so eine Reportage, ich habe das auch noch nicht gemacht, aber ich habe eine Reportage auch drüber gesehen, wo die das wirklich so richtig clever machen mit den, da wo die es verbuddeln, mit den genauen Koordinaten. Mit den Breitengraden. Länge und Breitengrad. Koordinaten halt. Ne? Koordinaten, ja. Das ist ein anderes Wort dafür. Ich bin Ausländer. Das ist krass. Insofern. Ich vergiss das irgendwie immer. Könnten wir jetzt machen? Könnten wir jetzt auf dem Splash machen? Könnten wir jetzt auf dem Frauenfeld machen? Könnten wir jetzt auf dem... Du musst nur immer dann hoffen, dass da keine Stage oder sonst was steht. Wir wissen ja ungefähr, wo was ist. Also ich wüsste jetzt... Tun wir das so? Leute, Frauenfeld bald, Alter. Seid ihr da? Ja, klar. Ja. Nein. Eine große Gruppe. Splash danach. Richtig weißt du das? Splash weiß ich noch gar nicht, ob ich da irgendwas habe. Habe ich schon alles gemacht für dich, du Ficker. Ach so, süß. Danke. World Club Down habe ich heute auch organisiert für dich. Oh, süß, danke. Ah, und? Schenk dir auch die Kuhle. Ich denke, ihr seid auf jeden Fall auf allen Festivals sowieso. Was schenkst du mir? Dann, wenn du die cooler findest, kriegst du sogar dann die. Ich mag die Pinguine lieber. Ich schicke euch die alle 4. Ich habe ja 4 Stück. Braucht das nicht, cool. Die Almosen. Ist World Club Dome nicht überall? So Frankfurt? Düsseldorf? Frankfurt ist das, Frankfurt. Aber das gibt es auch in Düsseldorf. Wollen wir mal ganz kurz noch über den Elefanten im Raum reden? Ich bin gestern Marathon gelaufen, Leute. Stimmt. Das war, stimmt. Der Elefant war aber sehr klein und irgendwo in der Ecke. Über den hat keiner geredet, nachgedacht. Okay, sag mal, wie weit ist denn ein Marathon und wie viel bist du gelaufen? Weil du kannst nicht sagen, dass du Marathon gelaufen bist. Also ich habe bei einem Marathon mitgelaufen. Ja, richtig. Bist du mitgelaufen? Läuft die Kamera da überhaupt? Ja. Okay. Ist die ganze Zeit aus. Er möchte unbedingt hören, dass jetzt alle sehen, dass er im Marathon gelaufen ist. Ich habe auch echt krassen Muskelkater. Also es war Swings for Life. Ist überall auf der Welt. Gleichzeitig auch. Und ist ein Charity-Event, da geht es um Rückenmarkspende, das sozusagen für Menschen, die querschnittsgelähmt sind und eben nicht so einen Lauf machen können. Mhm. Und dafür bin ich gelaufen und das geht eigentlich 42 Kilometer, hat aber also, ne? Beziehungsweise, ehrlicherweise, geht das einfach so weit, wie man will. Also du rennst einfach los, geht so weit, wie man will. Weil genau das die Definition von einem Marathon ist. Der längste, ja stimmt, okay, ist kein Marathon. Ich nehme alles wieder zurück, war so ein Lauf. Ja. War ein Spendenlauf. Ja. Okay, war kein Marathon, war ein Spendenlauf. Der Typ, der am weitesten gekommen ist, 69 Kilometer gelaufen. Was? Ja, 69 Kilometer. Und 69, nice. In München aber der. In? München? Japan. Oh. Die ganze Welt. Ach so. Gleichzeitig. Alle gleichzeitig. Und der in Japan. Der ist mitten in der Nacht gelaufen, ne? Ach krass. Crazy. Mach Regen. Aber du hast dann einfach aufgehört, weil du nicht mehr konntest? Oder? Nee. Also sozusagen, ich hätte schon noch vielleicht ein Stückchen länger gekonnt, aber nach einer halben Stunde startet ein Auto mit 14 km/h und wird alle 20 Minuten... Oder alle halbe Stunde ein km/h schneller. Ah. Und das holte ich dann halt irgendwann ein. Mich hat es irgendwie bei einer Stunde 25 eingeholt. Und da war ich bei Kilometer 16. Das ist echt, ist okay, Pace, oder? Respekt. Also trainierst du oft? Oder? Nee, es war das, ich hab, dafür ist krass. Nicht einmal trainiert. Das ist, weil er hypnotisiert worden ist und nicht mehr raucht. Ist nur dafür gewesen, ja. Tobi, was hat Tobi geschafft? 15. Aber 15. Vorher hat er schön große Fresse gehabt, ne? Und irgendwie, wette, ich bin jünger und ich halte das durch. Ja. Abgezogen. Wie sieht es mit dir eigentlich aus? Du bist doch für den Berliner Marathon, hallo. Ja, du. Ja. Oder du bist doch für den Berliner Marathon. Ja, ich mache das trotzdem, wir machen das. Aber mit Training ist halt so, immer wenn ich es mache, habe ich danach ein geschwollenes Knie. Oh, da musst du aufpassen. Scheiße, das, ne? Kann richtig schnell kaputt. Ja, also ich habe eben schon mal Meniskus gerissen, drum bin und ich auch wenn, so. Dann lass dich einfach hypnotisieren, dann geht das weg.
Nee, ich will es richtig gerne machen. Ich will es machen. Aber ich habe auch keinen Bock, dann Festival-Season. Ja, du musst echt aufpassen, Digga. Also das ist wirklich no joke. Als junge Person unterschätzt man das richtig schnell. Ja, eben. Aber das kann wirklich sein, dass dann eine OP notwendig ist und dann bist du 6 Monate auf Krücken. Ja, das habe ich keinen Bock drauf. Ja. Drum, ich mache das so und dann aber, wenn ich nicht mehr kann, dann steige ich auch wirklich aus und töte mich nicht. Wie Theo halt, der hart durchgezogen ist. Aber ich finde das immer, ich weiß nicht, wie du da bist, bei so sportlichen Sachen, wenn man einmal anfängt, dann kickt der Ehrgeiz so krass, dass du den Schmerzen wirklich einfach ignorierst. Bin ich, aber ich glaube, dann würde ich aufhören, einfach meine Gesundheit vorziehen. Nein, das ist, wenn man sowas hat, dann muss man da wirklich... Digga, du bist aufhören. Da unter Adrenalin, wir werden dich die ganze Zeit anfeuern, ne? Also so Berliner Marathon ist schon fett. Ja, also wenn wir das wissen, also... Am Ende habe ich echt eine gute Taktik gefahren. Ich bin einfach immer kurz gelaufen und dann gesprintet. Und gelaufen, gesprintet. Nein, das ist gut, ehrlich gesagt. Ich glaube, das so geil. Das ist das, die letzten glaub, das Dümmste, was du machen kannst. Die letzten 4 Kilometer habe ich so gemacht. Nee. Gegen Pferd. Also. Darum war das auch die letzten 4 Kilometer. Jo, genau so war es. Ja. Okay. Ich hatte noch eine wichtige Frage. Und zwar, wir hatten bei ihm haben wir gefragt wegen Rauchen von letzter Folge. Du hattest das Problem mit Schlafen, weißt du noch? Ach so, ja. Ja, jetzt gerade schlafe ich um 6 Uhr morgens ein. Echt? Also hat geklappt. Ist ein Schlaf, aber das ist immer nicht noch besser, oder? So ganz schön. Nee, es war zeitlang wieder richtig gut. Ich bin dann so Mitternacht eingeschlafen. Stark. Und dann halt von alleine um 8 Uhr morgens aufgewacht, was halt voll gut ist. Was hat dir geholfen, besser einschlafen? Melatonin. Aha. Tatsächlich. Aber das sollte man noch nicht zu lange benutzen. Was heißt das denn? Ja, gut, dass du schon über ein Jahr benutzt, ne? 1,5 Jahre spray ich mir da einen rein, Alter. Denkst du, das hat doch keinen Effekt dann? Ey, das meinst du, das hat doch keinen Effekt mehr dann? Körpereigenes. Aber du benutzt nur ein Spritzer, ist irgendwie ein 100-faches oder sowas als dein Körper. Ja. Ach so, echt? Ja. Ich war in Griechenland gerade. Das hat echt überhaupt nichts mit der Story zu tun eigentlich. Und da war ich so, bin ich so um 4 Uhr nachts, doch, weil es ein Job war. Ich musste um 9 aufstehen und dann beim Job so ein bisschen performen und es war schon so 4 Uhr nachts. Und dann wollte ich ganz schnell einschlafen, haben mir so 4-5 Sprays reingedonnert und mir ist nach 10 Minuten so schwindelig geworden. Ich weiß, ich bin richtig knocky gegangen. Ich mache meistens 3. Ja, das ist zu viel, Eduard. Ja, aber dann schlafe ich nicht wirklich gut ein. Krass. Ja, vielleicht sollst du dir da was anderes überlegen. Ja, Hypnose vielleicht. Ja, wir können uns einfach gegenseitig hypnotisieren. Demnächst sitzt einer mit Hypnose, kommt der andere von uns rein. Und dann auch heute hier. Und dann auf einmal, ich gehe so zur Hypnose, nur wegen Schlafproblemen. Auf einmal habe ich Bock, Zigaretten zu rauchen oder an Aschenbecher zu riechen. Falsche Sitzung genommen. Ich habe glücklicherweise, ich habe diesmal gesagt, wer die Gäste sind, das ist ein bisschen gespoilert. Darum können die jetzt persönliche Fragen an euch stellen. Und eine war von Matt Eason. Hat Theo jetzt eine Freundin? Wieso, was habe ich denn letztes Mal gesagt? Dass du ich weiß ach so, wegen dem, weil ich ein Vampirmädchen gesucht habe. Genau, stimmt. Du hast dein ich glaub, hast du eine Freundin? Nee, ich habe meinen Typ aber auch nochmal geändert, glaube ich. Ah, erzähl mal. Ich dachte, ich will vielleicht doch auch, ich will doch einen Golden Retriever auch. Theo ist einfach, das muss man festhalten, Theo ist sich einfach sehr unsicher, was er eigentlich will. Ja, generell durchweg in meinem Leben sehr unsicher. Ja, nee, keiner also, nee. Du, oder? Nö. Oh ja. Nee, wir sind alle, du? Alle haben wir keine Freundin. Ja. Ja. Bin vergeben. Das finde ich gut. Wenn fragt. Okay, cool, Eduard. Ja, lass mich so stehen. Ja. Okay, machen wir weiter. Gwen fragt, was war das Beste an eurem gestrigen Tag? Ganz kurz, darf ich einmal fragen, ganz kurz, wer hat denn gefragt wegen der Freundin? Ich habe hab ich doch gerade vorgelesen. Sah aus wie ein Vampir. Also schick das Profil. Schick ihm das Profil. Er hat schon 2 von mir, von meinen Chats. Schick auch. Ja, stimmt, nee. Einen habe ich gescreenshottet. Halt. Aber schick dir. Okay, cool. Also wie unser Tag war? Was war das Beste an eurem gestrigen Tag? Kennt ihr das, wenn man einfach irgendwie vergisst, was man gestern gemacht hat? Mhm. Kannst du dich mal erinnern, was gestern war? Oh also, Mann, ja. Ich bin Marathon gelaufen. Zeit verbracht. Das war einfach das Krasseste gestern. Mit meiner Freundin. Wie? Jetzt komm, geht's aber los. Willst jetzt, irgendwas nein, dazu jetzt, sagen, oder? Jetzt lassen wir so stehen. Oh. Okay. Okay, na gut. Klar. Warte, ich such kurz. Muss man durchlesen. Eduard macht heute 15k Minus, Alter, wegen dem Podcast. Tja, dann ist das so. Auch gut, ist ein gutes Topic für Zeitreisen und so von vorhin. Mhm. Katharina fragt, früh sterben oder für immer leben? Für immer leben. Weil du bist ja dann trotzdem nicht unsterblich, du könntest ja dann einfach... Nee, das ist unsterblich. Aber dann bist du für immer... Der Catch ist für immer. Ja, für immer. Die Erde existiert, du schwebst im All. Ja, ja und toll, dann sterben. Ich kann mir das vorstellen, dass du das geil findest, weil du einfach 24/7 Melatonin ballern könntest und schlafen könntest, aber du... Nee. Würdest ja dein ganzes Leben nicht wissen, was du willst. Das heißt Frühsterben, also wie viel hat man? 20 Jahre? Da steht man ich sag, hast noch 6 Monate ab jetzt. Boah. Oder du lebst für immer. Oder lebst für immer. Nee, nein, der Catch ist eigentlich, also
jetzt sofort sterben oder für immer leben. Das ist ja der Catch eigentlich. Nee, nee, nee. Ich gebe dir 6 Monate. Ja, 6 Monate ist auch schon hart. Aber da macht man 6 Monate. Hä, hey, nein, dann lebe ich lieber für immer. Für immer. Ihr schwebt für immer ja, durchs All. Ich glaube so. Jetzt. Ja. Ja, wieso durchs All? Man kann doch auch so hier chillen. Nein, weil irgendwann. Ja, die Erde wird ja explodieren genau, irgendwann. Ja, der in Catch Millionen Jahren. Genau, bis dahin, Alter. Ja, was heißt bis dahin? Da bist du die ganze Zeit da. Ich weiß, vielleicht, aber du kannst so viel geile Sachen ja, machen, vielleicht kannst du dich weiterentwickeln und dann bist du irgendwann eine Amphibie oder so. AI, jetzt schon. Ja, dann will ich auch für immer, okay. Was haltet ihr von AI eigentlich? Super. Oh, super gruselig. Ja, Angst davor, ey. Also, auch krasses Thema bei mir. Meine ganze For You-Page ist auch voll und mein YouTube. Richtig krasses Video dazu gesehen. Und zwar war das so, es wurde, kennt ihr dieses Sonntagsmaler, nennen wir das, wenn ihr so ein Bild malst, was wir mit Costa gespielt haben. Wie heißt das in Deutschland? Ja, du mal einfach so, Galgenmännchen. Ja, ungefähr. Du malst und einfach was, Leute müssen raten, was es ist. Ja, so mäßig. Das haben die mit so AI gespielt. Genau. Die haben es mit AI gespielt und dann haben die, zum Beispiel, die sagen, mal ein Brot. Dann malt jemand eine Toastscheibe, manchmal malt so ein Baguette so. Dann gibt es, dann merkt sich das AI, wie das gemacht ist und der rät mit. Und der kann dann anhand von den vergangenen gemalten Brötchen halt viel besser erraten, was es ist, als die Person, als die Menschen, die es raten. Digga, ich habe da ein paar krasse Infos für dich. Warte. Und dann gibt es so eine Tabelle von allen Broten und da kann die halt genau, da siehst du jedes einzelne Brötchen, das gemalt wurde. Und da siehst du halt so, wie das demografisch abgebildet wird, wo welches Brot gemalt wird und so. Und der merkt sich halt alles. Und das ist so geisteskrank auch wieder. Lame story. Ja, mit dem Brötchen habe ich mich jetzt auch nicht umgehauen. Was ist das denn für eine Story? Ich fand's voll krass. Scheiße. Der wusste dann am Ende, welche Brötchen sind. Wie gefährlich. Ui, ui. Das ist gefährlich, aber das ist einfach... Ich dachte, ihr Backwerk mit jedem Tag. Oh, da müssen die ganze Brot in den Boden. Jeden Tag wird es schlauer. Nein. Die ganze Brot. Gehen wir mal auf das ein relativ aktuelles Beispiel. Ihr habt das ja mit dem Drake-Song mitbekommen, ne? Er denkt immer noch, das ist voll krass. Oh, fing es an. Denkst du echt, das war krass? Ich hab das gesehen, nämlich hat das verwundert. Ey, ich weiß, welches Brot du malst. Das ist auf einmal voll Brot. Was ist denn daran krass? Also es hat mich verblüfft, dass, dass es erkennt, wie das verschiedene Brötchen wo gemalt werden. Ich fand das krass. Hä, das ist aber doch gar nicht AI. Das ist nicht AI. Natürlich ist das AI. Das ist einfach nur merken. Das ist einfach nur normal. Digga, du kannst nicht mal Bilder denken. Du weißt nicht mal, wie das aussehen würde. Pattern Recognition ist ja trotzdem von AI. Stell dir mal ein Brot in deinem Kopf vor, du kannst es einfach nicht. Sag du mal, ich glaube, du hast krass. Das war eine krasse Frage. Guck mal, ihr habt ja alle... Nein, aber ich fand die Story voll cool. Ich fand es auch mega mit dem Brot. Es kommt krass. Ihr habt ja das ganze, habt ja das Beispiel von dem richtig viralen Drake-Song mit The Weeknd mitbekommen. Ja. Ne? Das hat ja so ein Ghostwriter dann gemacht praktisch. Ja. Und überall runtergenommen und was auch immer. Ja. Und du kannst wirklich, das hat jetzt Grimes gemacht. Ihr kennt ja die Sängerin, die Ex-Frau von Elon Musk auch, ne? Mhm. Die hat das so sich schon gedacht, wie das sich wahrscheinlich weiterentwickelt wird. Weil also theoretisch geht das jetzt schon, aber dann irgendwann in der Zukunft wird es so gängig sein, dass Studios, Produzenten voll obsolet werden. Und du dann einfach nur random irgendein Typ mit einem bestimmten Musikgeschmack kann so einen Prompt eingeben und sagen, mach mir bitte einen Song, der irgendwie ein Techno-Remix ist von einem berühmten, mit einem Vibe von einem Drake-Song oder sowas. Und Lyrics, die darauf anspielen, krass, was auch immer. Hm. Und Grimes hat jetzt gesagt, weil dann wird es im Endeffekt darauf hinauslaufen, dass dann, wenn du schon ein etablierter Künstler bist, dass du deine Rechte an deiner Stimme dann praktisch verkaufen kannst. Und Grimes hat jetzt ein Angebot gemacht über Twitter an jeden, der einen guten Song oder generell einen Song mit ihrer Stimme auf Spotify oder YouTube, was auch immer, dann released, shared sie 50% ihrer Einnahmen dadurch. 50? Ja, würde ich auch mehr nehmen, ist ja deine Stimme. Genau. Könnte denken, du bist deswegen, es. Ja, aber der andere kriegt ja 50%. Genau. Ja, der andere, auch gut. Ja, der andere ist ja wieder dann andersrum dann, ja. Das ist krass, aber ich habe auch, das auch... Ja, ein No-Man, Alter. Schon zweites Mal passiert. Das passiert jedes Mal. Welche 50%? Aber es ist krass, ich habe auch die ganze Zeit nur singende Trimax und Montana Blacks, die Sweet Christmas oder singen auf meiner Zeit. Ich verstehe das. Weil Drake ist ja komplett dann mit seinem, das war irgendwie Universal, ich weiß gar nicht, wie sein Label da heißt in Amerika. Obvio. Die sind ja, ich weiß nicht. Ja, ja. Das hieß, glaube ich, irgendwie anders nochmal. Und die sind ja die andere Route gegangen, die haben ja alles von diesem Ghostwriter dann sperren lassen. Ja. Den Song findest du auch nicht mehr bei TikTok, obwohl er ja wirklich sogar richtig gut war. I came in with my ex like Celine. Ja, genau. Ja, ich hab den Song schon vergessen. Digga, hat den rausgebracht, Platz 1. Ja, abgegangen. Safe. Und Grimes ist jetzt die Erste, die so ein Angebot gemacht hat. Aber langfristig wird es darauf hinauslaufen, dass wenn du praktisch das ganze Konzept, wenn du das alles so weiterführst von neuen Independent-Künstlern, geht irgendwie kaputt, weil jeder einfach von sich zu Hause
wenn du dann wirklich das weiterspinnst und KI immer besser und besser wird, kann jeder einen für sich perfekten Song dann rausholen. Kennt ihr das, wenn ihr euch manchmal denkt, ich habe gerade voll Bock auf einen Song, der so ein bisschen wie Drake Passion Fruit ist oder so? Und dann geht ihr bei Spotify Radio. Krass. Aber es kommen ganz viele, die doch so ein bisschen anderen Vibe haben. Aber kann man damit nicht voll gut Geld machen? Beispiel, wenn wir uns hinsetzen und uns einfach ein paar geile Mixes ausdenken, das eingeben, kreieren die, wir kaufen das und wenn das gut gestreamt wird, theoretisch viel Geld mit. Theoretisch mit den Rechten halt schwer, ne? Wenn da natürlich wieder ein Künstler mit drin ist. Ja genau, wenn ein Künstler mit drin ist, wird es schwierig, aber du kannst theoretisch einfach unabhängig von irgendeiner bekannten Stimme oder irgendeinem bekannten Beat oder so, kannst du halt Songs machen, die, wenn dein Geschmack halt gut genug ist, weil du musst ja praktisch noch entscheiden, was dann halt genommen wird, könntest du theoretisch, wenn du es auch gut vermarktest, richtig viel Geld machen mit bald, KI-Musik. Dann haben wir bald eine AI-Chartliste. Ja. AI-Chartliste und AI-Albums. Das ist krass. Ja. Das kann ich mir vorstellen. Und auch Social-Media-Content, Film-Content, weil das wird irgendwann so weit gehen, dass du eingeben kannst, mach mir bitte einen Podcast, basierend auf die Themen Beziehung, Conspiracy Theories, wo Theo, Django, Julian Pohl und Eduard Barker miteinander reden. Und dann wird er dir ein ganzes Video raushauen. Und es wird authentisch sein, so wie wir jetzt reden, mit diesen Pausen, noch den Versprechern, diese kleinen Atmer und Lacher. Meinst du, die können auch witzig sein? Meinst du, die können einfach Jokes raushauen? Natürlich, weil das ist theoretisch ist bei Witzen ja nur Logik dahinter. Okay. Und früher oder später wird KI das auch verstehen können. Wir brauchen Regulation, wir brauchen Regeln für AI. Dass die da ich sehe schon viele Beiträge, die sagen, sucht euch irgendeinen Bereich, was nicht von AI ersetzt wird als Job früher für so junge Generation. Langfristig wird es keinen Job, der nicht ersetzt werden kann. Genau, weil langfristig wirst du dann, weil die Jobs, man dachte auch richtig lange, jahrzehntelang, dass sogar Handwerksarbeit und zum Beispiel Autofahren und sowas am ehesten ersetzt wird. Und gerade die Berufe, weil wegen meinem Studium und sowas habe ich damals schon die ganze Diskussion mitbekommen. Und man dachte, kreative Jobs werden am längsten erhalten bleiben können. Jetzt ist es genau andersrum. Ja, ne? Man merkt so, dass handwerkliche Arbeit wirklich etwas bewegen und sogar Autofahren eigentlich tatsächlich voll kompliziert ist für KI. Ja. Und selbst dann, aber langfristig gesponnen, wird es dann halt Roboter geben, die auch das dann alles machen können. Aber das ist halt sehr langfristig dann. Weiß ich nicht. Ich habe das Gefühl, wenn wir so einen bestimmten Punkt überschreiten, dann geht das plötzlich richtig schnell. Ja, ja, das ist ja jetzt schon echt. Ich finde, jetzt geht es richtig schnell. Ja. Ja, ja. Aber dann passiert irgendwie so eine richtige Menge irgendwie. Seitdem ChatGPT raus ist, ist sehr viel passiert. Ja, und das ist jetzt 3 Monate. Hast du diesen Snapchat-Roboter benutzt? Ja. Ja, ja, der ist schon lustig. Ist es krass? Ja, ich habe den auch so gefragt, wie macht man gute Snapchat-Spotlights und sowas. Und dann hat er mir aber nur so Basic-Antworten gegeben. Schade. Ja, aber der ist schon krass. Also ich habe den schon viel, der hat mir schon auch krass ein bisschen weitergeholfen. Echt? Wobei, ich habe den einfach so, ich habe so mit dem geredet, dass so wegen dem Auftritt und hier und da und ich so, bald da und da und was sollte ich dann und dann machen? Ja, ich habe so gefragt, kannst du mir Tipps geben? Und der hat mir echt krasse Tipps gegeben und immer wieder so. Oder vielleicht bist du einfach nur simpel. Nein, nee, war schon krass. Der hat schon echt, wurde so einfach so simpel, ich meinte so, irgendwas mit Merch und so. Ich so, ich dachte, wie kann ich machen, dass mehr Leute Merch kaufen? Einfach so gefragt, ist ja voll schlau. Und der so, ja, bla bla bla, dies und das und probier doch mal eine Story zu machen, was die Leute, welchen Merch die am coolsten finden, damit du auf deren Interessen eingehst und guck doch mal, dann guckst du weiter. Und Snapchat-KI sagt dir dann so, du musst am Ende von jedem Video ein Call to Action machen. Sagt er auch. Ja. Sagt er ja, schon krass. Ja, ein bisschen veralteter Tipp. Ja, aber es ist so, er hat schon recht gehabt. Also es ist schon echt gut so. Aber auch wegen dieser Entwicklung dann, zum Beispiel, der, man sagt so, der Godfather von KI, der bei Google so Mitarbeiter war, der praktisch so die Algorithmen mitentwickelt hat, dass es KI überhaupt gibt, also so Machine Learning und sowas und neurale Netzwerke. Der hat jetzt auch bei Google gekündigt und meinte, ihm gefällt die Entwicklung gar nicht. Ja. Und er hat jetzt auch die Petition von Elon Musk unterschrieben, wo auch Steve Wozniak unter anderem unterschrieben haben, dass ChatGPT unter anderem pausiert werden muss. Ja. Mhm. Dass man erstmal ein paar Regulationen oder Regeln muss. Aber kann man es jetzt noch pausieren? Oder ist das eigentlich jetzt nicht schon so im Monolog? Sobald das selber lernen kann, ist doch eigentlich egal. Weil weißt du kannst ja abschalten. Wisst ihr, was letztens jetzt wirklich vor ein paar Tagen für eine E-Mail geleakt worden ist? Von, ich glaube, OpenAI, also die Firma, die ChatGPT halt erfunden hat, die haben gesagt, ich glaube, die haben irgendwie unter den Mitarbeitern miteinander kommuniziert und die meinten, wir haben keinen Wettbewerbsvorteil. Die haben da so praktisch erzählt, dass weder Facebook, also Meta, noch OpenAI, keiner hat gerade irgendwie den Edge, also den Wettbewerbsvorteil, den die am liebsten haben würden, weil der größte Vorteil, den Leute gerade haben, ist in Open Source. Und Open Source ist ja praktisch, dass normale Hobbyentwickler und was auch immer da einfach auf Datenbanken zugreifen können. Und die machen nämlich gerade richtig viel Zeugs, wo Firmen nicht abhängig von sind. Oder wo im Gegenteil, Firmen sind abhängig,
davon, bestimmte ethische Codes einzuhalten und auf bestimmte moralische Prinzipien Acht zu geben, was auch immer. Aber die Leute bei Open Source, normale freie Bürger, die sich damit auskennen, die probieren gerade so wildes Zeug aus. Und das wirst du halt nicht aufhalten können mehr. Deswegen da auch diese Petition wird er wahrscheinlich nicht bringen. Alter, wir sind gefickt. Crazy doch Zukunft. Doch nicht für immer leben, Alter. Lass doch 6 Monate sterben. Oder schnell mit diesem Neuralink von Elon Musk schnell mit den KIs verbinden. Ja, das würde gehen. Wir können es nur mit denen verbinden. Naja, mal sehen. Egal, Freitag sind wir in Ludwigshafen. Ja. Samstag große Feen, das sind komische Städte. Man denkt sich mal, was ist das? Aber da geht immer krasse Stimmung deswegen ab. Deswegen nochmal kurz vor dem Ende richtig feiern. Ja, nochmal alle hingehen. Wie kommen wir denn nach Düsseldorf? Dann können wir mit euch mitfahren? Ich kann es mir, mir mitfahren, ich fahre rüber. Cool. Komm Tesla mit. Oder was? Geil. Oh ja. Cool. Ja. Wie er nur sagt, du kannst mit mir mitfahren, ich bin dabei. AI fährt auch? AI fährt, wir können Clash Royale spielen, während wir fahren. Clash Royale. Ist wirklich so, ne? Ja. Leute, die Zukunft ist krass. Macht ihr so abschließende Worte noch oder sowas? Ja. Oder? Achso. Message, wenn Message. Weißt du noch Message? Gut, dass ich nochmal so richtig für schlimme, für negative Stimmung am Ende gesagt habe. Das war krass, aber alle ein bisschen gebammt heute, aber die pennen eh bis jetzt wahrscheinlich schon ein. Gut, dass ich sehr gut schlafen kann trotzdem. Ja. Gefickt. Sag, willst du noch einmal, sag noch einmal was mit A, spiel den und den Song, weil dann wachen alle auch nochmal schön zum Ende auf. Was? A, spiel den und den Song? Alexa? Ach, Alexa. Nein, mach das nicht. Alexa, so. Kauf Tour-Tickets für Django. Alexa, spiel We Will Rock You. So. Message. Message. Leute, denkt nicht zu viel über die Zukunft nach. Im Endeffekt wird KI uns eh alle ersetzen. Also lebt euer Leben, wie ihr es wollt. Ja, super positiv. Theo, du noch? Theo ist geschockt, der muss jetzt nochmal zum Ich finde es echt schlimm, dass wir das so beenden gerade, die ganze Sache. Mir geht's nicht gut damit. Ich weiß, ich würde irgendwie gerne was über den Marathon noch sagen. Warte, lass mich mal überlegen. Willst du mal meinen Marathon mitrennen? Also würdest du mit mir zusammen das machen? Ja, klar. Fuck, das ist zu spät. Warum? Du hast dich anmelden müssen. Ja, hallo, darum geht's doch gar nicht. Ach so. Es geht um den Weg. Leute, wenn ihr ein Problem habt, lasst es einfach weghypnotisieren. Fertig. Oder riecht an einem Aschenbecher. Ja, oder so, keine Ahnung, das war nicht. Na gut, danke fürs Zuhören. Jo. YouTuber, lasst ein Like da, Spotify, lasst 5 Sterne da, folgt Theo, Eduard, Django und mir auf Insta. Und das war es. Tobi, hast richtig viel zum Schneiden jetzt. Ich werde richtig.